Moin und hallo Leute, es geht weiter bei Jedi Fallen Order. So, bevor wir uns hier auf Bogano auf die Suche nach neuen Secrets machen, passen wir erstmal unser Lichtschwert an. Die Farbe lassen wir, glaube ich, bei Blau. Irgendwie gefällt mir die am besten. Aber ich habe mich entschieden, ich nehme wieder hier diesen Sender, weil ich den irgendwie immer noch am coolsten finde. Und was hatte ich mir hier ausgesucht? Nee, ich hatte eben schon mal extra geguckt. Das hier, glaube ich, passt ganz gut. Frieden, Gerechtigkeit und hier hatte ich. Was wollte ich hier noch nehmen? Ich glaube auch Frieden und Gerechtigkeit, oder? Ach nee, Envo Cordova wollte ich mal ausprobieren. Und Material. Hier gibt es eine ganze Menge neue Bronzion. Oh, das hat bei dem Stil hier auch was. Das habe ich eben schon verworfen, weil mir das nicht so gefallen hat. Hat aber bei dem Lichtschwert-Stil auch was. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das Au, aber bei dem. Also eben sahen die alle ziemlich ungeil aus. Das ist natürlich auch schon ziemlich fett hier. Vergoldetes Lichtschwert quasi, Kupfer. Hier gibt es noch so ein Silber-Schwarz. Noch ziemlich schwarz. Ein Matt. Ja, jetzt kann ich mich kaum entscheiden. Also das hat natürlich was. Das aber irgendwie auch. Bronzium. Wobei ich finde, es sieht eher so ein bisschen aus wie aus Ton oder so. So ein bisschen was Mattes. Ist aber eigentlich auch ganz geil. Ich glaube aber, wir übertreiben es mal richtig schön und nehmen mal hier ein vergoldetes Lichtschwert in Anführungszeichen. Zumindest goldartig von der Farbe. Nehmen wir mal grün. Eigentlich gefällt mir blau am besten. Wir bleiben mal bei blau. So, und ihr habt es eben vielleicht auch schon gesehen, die Klamotten habe ich jetzt auch wieder gewechselt. Unser gelbes Pilotenoutfit fand ich dann doch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mir nicht so zugesagt. Ich habe jetzt hier mal wieder einen anderen Poncho genommen. So beige-blau, blaue Unterklamotten, wobei es ja auch diese beigen Klamotten unten drunter geht. Also passt irgendwie beides. Hey, Kleiner. Aber so sehen wir doch eigentlich schon ganz nett aus, oder? Nur als ihr es sehen könnt hier, das gibt es halt auch noch. Was? Ich glaube, ich nehme doch mal das hier. Ist irgendwie so ein bisschen Jedi-mäßiger. Ja, so bleiben wir jetzt erstmal gucken. Was hat er uns hier noch zu sagen? Wie viele der Kreaturen da draußen fressen eigentlich kleine Lateros wie mich? Weiß nicht, Grease. Ja. Geht's dir gut? Ich muss hin und wieder deinen Geisteszustand überprüfen, denn falls du durchdrehst, dann drehe ich auch durch, aber viel schmerzhafter. Es geht mir gut. Okay. Wollt nur sicher gehen. Man hört ja gruselige Sachen über Jedi. Wirklich? Ich verstehe dieses Machtding zwar nicht, aber wenn du wie ich von Kantina zu Kantina ziehst, dann hörst du Geschichten. Einige sind wohl weit hergeholt, aber ich habe Sachen gesehen. Ich hoffe wirklich, dass alles gut ausgeht. Danke. Hey, hast du sonst was zu sagen? Hast du mehr Angst vor den Tieren hier oder vor der Haxion-Brut? Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt noch sorge. Ich habe eine Grenze überschritten. Dann gehst du also? Ich habe nicht buchgeführt, aber ich bin sicher, ich muss mit meiner Arbeit noch einiges wettmachen. Die Brut hat meine einwandfreie Bilanz bei Sie, sagen wir, leicht befleckt. Also nein, ich gehe noch nicht. Okay. Hey, Grease. Weißt du Sie noch immer zurück? Ich konzentriere mich auf die Mission. Hey, verstehe ich. Aber sie gibt wirklich ihr Bestes. Warum hat sie mir nichts von Triller erzählt? Ich dachte, wir wären ein Team. Hier geht's nicht ums Team. Manche Aspekte unserer Vergangenheit wollen wir einfach nicht teilen. Kann sein. Ja, ganz bestimmt. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich mal vor einem Hutten in einem Nachfell versteckt. Was, echt? Kerl, ein bisschen Geduld. Ich bin noch nicht bereit, davon zu berichten. Okay, noch was? Ein neuer Planet, ein neues gefährliches Risiko. Jo. Das stimmt wohl. Ach, sie steht hier hinten. Kerl, hat sie uns vielleicht... Ah, sie möchte uns sogar was sagen. Als wir dich hier absetzten, als ich herausstellte, dass du der warst, nach dem wir suchten, da hätte ich dir alles erzählen sollen. Ihr habt euch entschieden. Es ändert nichts daran, was wir tun müssen. Vielleicht nicht daran, was wir tun müssen, aber wie wir dabei vorgehen. Ich habe falsch entschieden und dich in Gefahr gebracht. So leitet man niemanden an. Ich habe euch nie um Anleitung gebeten. Vor dir habe ich diese Aufgabe allein geschultert. Ich hatte Grease, aber...
Er erkannte nicht wirklich die Wichtigkeit unseres Vorhabens. Ich erwarte nicht, dass du das alles allein machst. Ihr habt mir alles Notwendige gesagt. Es bleibt mir nur, das zu beenden, was wir begonnen haben. Ich verstehe. Ich unterstütze dich, falls du mich brauchst. Danke. Ich komme zurecht. Noch was? Wäre was zu finden, das vom Imperium versteckt wurde. Ja, ist es. Aber wir haben dich gefunden. Ja, kurz vor dem Ende. Ich habe versagt, mich verraten. Die Inquisition hat mich entdeckt. Grace und ich haben auch immer den Schuldigen gesucht. Nach jeder vielversprechenden Spur, die uns in eine Sackgasse nach der anderen geführt hat. Und wenn wir gerade noch so davongekommen sind. Fehler passieren. Man kann nur daraus lernen und weitermachen. Ja, wahrscheinlich ist es so. Hey, mir ist gerade aufgefallen, unser Kleidungsstil passt so ein bisschen zu dem Schiff hier. Dieses Weiß mit goldenen Applikationen. Unser Poncho ist zwar nicht weiß, sondern eher beige, aber goldenes Lichtschwert. Ich gar nicht drauf geachtet. Ich meditiere gerade. So, so. Dann meditiere halt mal ein bisschen. Okay, gut. Mit dem Style-Check und Dialogen jetzt genug Zeit vertrödelt. Jetzt gucken wir mal. Sollte ja jetzt hier ein paar neue Sachen geben. Mal zum einen müssten wir jetzt eigentlich... Geht denn das jetzt hier, dass wir hier dran springen und dann... Yep, das geht schon mal. Sehr cool. So viel dazu. So, und hier muss es ja dann irgendwie auch mal rübergehen. Kommen wir da mit dem Doppelsprung hin? Ein Weg, das rauszufinden. Yep, klappt. Cool. Ob es jetzt hier Feines gibt? Oh ja, das wollen wir. Was ist das, BD? Neuranium, okay, neues Material. So. Guck mal, hier unten waren wir nämlich noch gar nicht. Was zeigt er mir hier? Zeigt mir hier irgendwie. Ach nee, da drüben zeigt er die Brücke an. Da. Da können wir dann auch noch rüber. Können wir nach hier? Schaffen wir das, wenn wir jetzt... Oh, unter uns ist auch so eine Kletterwurzel, sehe ich gerade. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Hier waren wir vorher auch noch nie. Weil wir hier vorher noch nie rangekommen sind. Unter uns geht's weiter. Gucken wir doch mal. Können hier drauf. Da kommen wir wieder zurück, offenbar. Zack, den haben wir schon mal. Hey, bitte. Ach, scheiße, das sind die Viecher. Richtig. Ich erinnere mich. Und tschüss. Oh, doch nicht. Alter. Das war nicht geil, war. So, jetzt gucken wir erstmal kurz hier oben. Hier hat er mir nämlich eben auch noch irgendwas angezeigt. Ach, guck mal. Aber hier waren wir schon mal, ja. Ah, hier wären wir auch rübergekommen dann quasi. Gut zu wissen. Okay, ja, ja, gut. Alles miteinander verbunden. Wie gehabt, wie üblich. Hier können wir auch rüberlaufen. Das sollten wir vielleicht erstmal tun. Das wird einen Sinn haben. Gucken, ist hier unter uns noch irgendwas? Vielleicht. Wir bleiben erstmal hier oben. Runter können wir immer noch. Ach so. So werden wir jetzt auch in die Kiste gelangt. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Also man wäre wahrscheinlich schon früher darüber gekommen. Ohne den Doppelsprung. Okay. So viel dazu. Dann gucken wir jetzt trotzdem nochmal, was es hier unten noch gibt.
Also können wir uns auch noch schön abfedern, wenn wir mal tief fallen sollten. Zack. Was ist das? Hast du gesehen? Oh! Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nachzuurteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Entschuldigung. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Ah, war das hier ein Verwandter oder Vorfahre von unserem Kumpel da hinten, dem großen Echsenvieh? Komm her. Zack. Ist noch einer. Jo, den räumen wir schon ganz gut auf hier. Aber hier scheint es weiter nichts zu geben. Oder was haben wir hier? Nix. Ne, hier geht es nicht weiter. Dann können wir jetzt rüber und bei dieser komischen Brücke gucken. Was wir da noch so Feines finden. Das ist schon ganz cool jetzt so mit diesen ganzen Fähigkeiten, die wir haben. Sind wir auch schon deutlich mobiler. Zack. So. Mit dem erhöhten Schaden sowieso. Und tschüss. Cool. Oh, was haben wir denn hier? Ein Echo. Oh, da haben sie so ein armes Vieh platt gemacht. Ein Borgling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Toter Borgling. Ein toter Borgling, der von einem der Prädatoren auf der zerklüfteten Ebene getötet wurde. Er war höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg zu seinem Nest. Die Armen. Okay, wir können da rüber und da sollten wir dann auch rüber. Und hier hinten geht es auch noch irgendwie weiter, sehe ich gerade. Das war doch, wo wir hier den Wandlauf gelernt haben. Sehr merkwürdig. Da können wir jetzt weiter. Sollten wir auf jeden Fall gleich gucken. Erstmal gehen wir hier rüber. Richtung Brücke. Und dann sind noch neue Gegner hier. Diese Raptoren-ähnlichen. Komm her. Bin mal gespannt, was die so können. Ach nee, das sind die Viecher von eben. Au. Ist Vieh. Das ist auch noch einer. Ich hab gesehen. Zack. Feierabend hier. Okay, das kann es doch jetzt aber nicht gewesen sein. Ist ja nicht wegen so ein paar Gegnern hier rüber gesprungen. Kann ja nicht alles sein. Unter uns ist noch irgendwas. Ich glaube, da waren wir schon. Ziemlich zu Beginn des Spiels. Ja. Da können wir uns rüberschwingen. Da kommen wir doch auch wieder wohin, wo wir schon waren, oder? Weil da hinten sehe ich, glaube ich, eine Kiste. Am Horizont. Da können wir nicht runter. Komm mal her. Wups. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch sehr nach einem Gegner aus. Au, 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 das war schlecht von mir. Alter, was geht jetzt ab? Oh, hier sind gleich zwei. Ich korrigiere. Drei. Holy moly. Sollen wir das schaffen? Hey, bitte! Oh, der Tank jetzt aber noch. Die blockieren sich gerade richtig schön gegenseitig, die Idioten. Mist. Einen haben wir doch gleich, jawohl. Das war knapp.
knapp. Oh, das war nicht knapp. Oh. Kleiner Bastard, hier frisst das. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Jawohl, die Zunge ist weg. Geil, es klappt wirklich. Und tschüss. Alter Schwede. Ja, krass, ne? Wenn man überlegt, ich habe vorher Probleme mit einem gehabt. Jetzt haben wir gerade 3 Stück gleichzeitig erledigt. Nicht so schlecht, würde ich sagen. Nicht so schlecht. Okay, was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Hier ist doch bestimmt irgendwas. Wir können auf jeden Fall schon mal nach oben klettern. Und hier haben wir was. Wettersensor. Ist das alles? Der Jedi-Meister Eno Cordova hat diesen Wettersensor ursprünglich gebaut, um zu wissen, ob er bei seinen Ausgrabungen einen Pullover tragen sollte. Entschuldigung, ich habe heute wieder mal ein Froschmalz. Zu seiner großen Überraschung zeigten die Messdaten allerdings Spuren einer elektromagnetischen Strahlung in den Winden auf Bogano an. Obwohl die Konzentration dort deutlich geringer war als auf Sepho, nahm Cordova an, dass dies einer der Gründe gewesen sein könnte, warum die Sepho ihr Gewölbe über Bogano errichtet hatten. Das hat uns aber immerhin eben noch ganz schön viele Erfahrungspunkte noch dazu gegeben. Also immerhin etwas. Zack. So, da hinten haben wir noch eine Kiste. Ist übrigens witzig, kurz bevor der erste Krötenhaini da aufgetaucht ist, wollte ich gerade schon sagen, dass das hier sehr nach einem Areal aussieht, in dem viel gekämpft wird. So, was haben wir denn hier noch? Siehst du mal an. Zeig mal, was du gefunden hast. Nochmal, Laminarstahl. Weiteres Lichtschwertmaterial. Voll cool. Hier möchte ich noch nicht lang gehen. Da waren wir auch schon. Gucken wir jetzt erstmal hier hinten. Ich finde so Klamotten mittlerweile eigentlich recht cool. Schon so das, was am ehesten zu den Jedi-Roben passt, die man sonst so kennt aus den Filmen. Zumindest von der Farbgebung her so ein bisschen. Das Beige passt wenigstens so ganz gut rein. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Sehr schön. Ah, dann hat sich das auf jeden Fall schon mal gelungen. Hey BD, willst du mir mal? Du hast es drauf. Und was gibt's hier Feines? Ha, da war wirklich was drin. Und schon Material vor der Küste. Ui. Ja, das sieht wirklich vor der Küste. Das sieht echt aus wie eine Rettungsweste hier. Nee, nee. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön. So, okay. Das haben wir jetzt alles soweit geplündert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn am schnellsten runter eigentlich. Wahrscheinlich hier irgendwie lang. Beziehungsweise Richtung Schiff. Und dann da runterklettern. Da will ich auf jeden Fall noch gucken, was uns da noch gibt. Was uns da noch gibt, was uns da noch erwartet, was es da noch gibt. So rum. Zack. Okay. Ja, ich glaube, so rum geht es wirklich am schnellsten. Hoch. Gefällt mir immer noch sehr gut, das Level-Design. Ist wirklich sehr schön gemacht hier, wie alles miteinander verbunden ist und so. Hallo. Au! Kommt einer von hinten? Ich krieg's aber nicht. So, jetzt haben wir euch aber alle. Kleinen Bastarde. So, ich meine, wir müssen hier rüber. Genau. Ich glaube, hier können wir abkürzen, oder? Ich probiere es einfach mal. Na. Ah. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es nicht funktioniert, weil das eben keine Kante ist, bei dem das Spiel so wirklich damit gerechnet hat, dass man dorthin springen, um sich festzuhalten. Dass man dorthin springen will, um sich festzuhalten. Ja, sprechen ist heute irgendwie ganz besonders schwer. Ah, das müsste gehen. Ja. Gut, dann einmal hier rüber. Hier rüber.
haben wir noch ein paar Viecherchen. Den haben wir. Und den haben wir auch. Weg damit. So, jetzt müssen wir hier rüber und dann runter. Hopp. Hops. So. Dann gehen wir hier runter. Zack. Festhalten. Oh, das wollte ich gar nicht, das wollte ich. So, reicht. Oh, guck mal hier. Ach ne, das Ding hat mir schon auf. Ich dachte schon. So. Hier müssen wir dann noch weiter runter. Aber wer weiß. Oh, das hat geklappt. Sehr schön. Wer weiß, was uns da unten noch erwartet. Ich meine allerdings, dass da unten, wo dieses Erkunden noch angezeigt wird, nicht einfach nur so eine Tempeltür, die wir nicht öffnen konnten. Ja, wir werden es bald sehen. Oh, ja. Finde ich übrigens cool gemacht, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Aber wenn man diesen Sprungangriff von oben macht, dann hat er das immer nur auf einer Seite ausgefahren und fährt es danach erst auf der zweiten Seite aus. Das Lichtschwert. Also da haben sie drauf geachtet. Ich meine, gut, auch bei den Finishern haben sie ja drauf geachtet, dass man sich nicht quasi selbst bei dem Schwert in den Animationen verletzt. Das ist doch ganz cool eigentlich, okay. War das vorher auch schon so? Ach, guck mal, hier kann ich nicht lang. Ich kann auch nicht die Wand lang. Nee. So, vielleicht. Theoretisch möglich, das so zu machen. Muss nur früh mit dem Doppelsprung hoch. Jetzt hat er den Doppelsprung nicht mehr gemacht, ich werde bekloppt. Jawohl, geschafft. Hier ist auf jeden Fall noch ein Echo. Das gehörte Cordova, beunruhigt vom endlosen Krieg. Er war überzeugt, dass die Jedi einen Fehler machten und seine Arbeit wichtiger war. Abgelegenes Heiligtum. Ein Teil von Cordovas Ausrüstung. Er war angesichts der anhaltenden Beteiligung der Jedi in einem scheinbar endlosen Krieg sehr besorgt. Er wusste, dass seine Arbeit hier wichtiger war. Okay. Ist das alles? Ist das etwa schon alles? Ja, anscheinend. Okay, hier wären wir aber vorher auch nicht hingekommen. Das ging nur mit dem Doppelsprung. Dann haben wir jetzt hier wirklich schon alles abgegrast. Schade. Bestärkt mich leider meine Befürchtung, dass das Spiel nicht mehr allzu lange gehen wird. Denn wir müssen jetzt auf den einen Planeten, wo wir nicht mehr weitergekommen sind. Hier haben wir jetzt alles. Wir haben schon einen Bossgegner gelegt. Ich glaube, es kommt nicht mehr viel, leider. Was ich wirklich sehr schade finde, weil das Spiel wirklich, wirklich gut ist. Es macht doch einfach richtig Spaß, es zu spielen. Das einzige Spiel, wo ich mir dann tatsächlich noch mehr optionale Inhalte wünschen würde. Dass man einfach noch ein bisschen mehr... Achso, ich dachte gerade schon wieder, wäre was. Dass man einfach noch ein bisschen mehr, ja, Zeit hier drin verbringen kann. Weil auch wenn das Kampfsystem eben, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, nicht so ausgefeilt ist wie bei Neo zum Beispiel, macht es doch einfach mega Bock, weil es cool inszeniert ist. Es fühlt sich alles wirklich sehr stimmig und passend hier zum Setting an mit den Lichtschwertern. Und das gibt es einfach viel zu selten. Also wirklich die letzten vernünftigen Star Wars Spiele so mit Jedi-Setting, sage ich mal, in Anführungszeichen, war The Force Unleashed. Da hat man ja mal zur Abwechslung die dunkle Seite gespielt, was übrigens auch sehr, sehr cool war. Die waren aber auch sehr kurz, beide Teile. Spaßig, aber eben kurz. Und ich habe ja auch schon zu diesem Spiel bereits vorher gehört, eine der wenigen Dinge, von denen ich weiß zu dem Spiel hier, dass es eben leider recht kurz sein soll. Also es gibt Leute, die haben es an einem Wochenende durchgespielt. Und die haben jetzt nicht groß nach irgendwelchen Secrets geguckt, wie ich das hier mache, aber... Au, Penner.
Aber es ist halt dann trotzdem schade, ne? Weil so Spiele gibt es, finde ich, viel zu selten. Also nicht nur, was das Star Wars Setting betrifft, sondern generell, es gibt heutzutage, finde ich, so wenig gute Singleplayer-Spiele nur noch. Was ich echt schade finde. Es ist halt alles nur noch auf Multiplayer und ja, Games as a Service, wie es so schön heutzutage heißt. Also es wird ständig neue Sachen reingepatcht. Aber die Spiele sind dann meistens einfach nur unheimlich breit von dem Spielangebot, aber bieten kaum Tiefe. Ich meine, gut, das Spiel hat jetzt hier auch nicht so mega viele spielerische Aspekte, aber halt einfach ein Kampfsystem, was Bock macht. Das macht schon sehr viel aus. Okay. Dann haben wir hier den Planeten ja, wie bereits erwähnt, abgegrast. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Dann würde ich sagen, geht es jetzt? Folgt deinem Instinkt. Gut, Sepho. Ach, hier sehen wir auch erkundet. 94%, ja, damit kann ich leben. Sepho 81, naja. Aber wisst ihr, was wartet? Bevor wir noch wohin fliegen, wir gucken uns nochmal die beiden Lichtschwertmaterialien an. Das Gold ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu sehr bling-bling, musste ich eben mal so feststellen. Wir sind ja hier kein Hip-Hop-Jedi. So, zeig mir nochmal. Gucken, was es jetzt so gibt. Material. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Das ist einfach nur gelb. Das würde halt am besten zu unserem anderen Outfit passen. Aber das ist mir dann eigentlich schon wieder ein bisschen zu sehr alles in eine Richtung. Das Rot finde ich eigentlich schon ganz cool. Das auch. Das ist halt gelb. Würde eigentlich auch cool zu dem Blau passen. Zu unserer blauen Lichtschwertfarbe. Uranium. Also Kritzegelb. Ach, kommt! Wir nehmen das jetzt einfach mal. Wir können es ja jederzeit quasi wieder wechseln. Haben wir mal ein bisschen was Peppiges hier. Auch nicht viel weniger Bling-Bling jetzt gerade so gefühlt als das Goldene, aber ist trotzdem was anderes. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt nach Datomir. Das aber, ihr könnt es euch schon denken, heben wir uns für die nächste Folge auf. Bis dahin, Leute. Ciao.